zwangsläufig geschlossen und trotzdem arbeite ich hier. Ja, du, der Mensch muss sich etwas beschäftigen und mit dem, was er am liebsten tut oder mit dem, was er kann. Und wir können halt kochen. Wir können aber nicht nur kochen, wir können auch organisieren, wir können nachdenken und uns was einfallen lassen. Wir müssen ja sowieso immer kreativ sein und da gehört es einfach dazu. Wir sind halt Macher und das Allerbeste ist schon, dann geht es uns gut, wenn wir was machen. Es ist alles anders und auch wenn sich das ganze Gedönse im Moment eigentlich nicht lohnt und du lässt am besten den Laden ganz zu und weil so hast du ein bisschen Traffic, aber das reicht natürlich nicht einmal aus, die Kosten, die dabei entstehen, zu regeln. Wir pflegen damit ein bisschen die Stammgäste, wir halten den Betrieb ein bisschen im Gespräch. Schlagt ihr die Hollandaise frisch oder machst du das? Jawohl, genau, wir schlagen Hollandaise immer frisch. Wenn wir natürlich normales Geschäft haben, machen wir etwas mehr. Und zweimal am Tag frisch, würde ich sagen, mittags und abends. Das sind jetzt Eigelb, da kommt ein bisschen Reduktion rein. Reduktion ist Weißwein, Wasser, Essig, Estragon, Pfefferkörner, Lorbeerblätter, Petersilienstängel, das wird eingekocht. Ganz normal und dann wird er im Prinzip schlichtweg kurzfristig erhitzt, angerichtet und direkt ausgeliefert. Also wir tun nicht vorfertigen und eingemachtes vorgekochtes dann ausliefern, sondern wir machen schlichtweg fix und fertig zum Essen. Wir richten auf Palmschalenblättern an oder Palmblätterschale, wie sich das nennt, kompostierbar. Da, dann ab in die Styroporkiste und dann wird ausgeliefert und steht halt mehr oder weniger 10 Minuten später bei den Gästen auf dem Tisch. Ja, da haben wir dann das Gericht schön verpackt. Ja, ein bisschen Alufolie. Wie gesagt, Ressourcen etwas kurz gehalten und so sieht das Ganze dann fertig aus. Das essen wir am besten gleich, ja. Gut, die Hollandaise haben wir ein bisschen stabil gemacht, so dass man das auch mal noch ein klein bisschen kurz im Mikro machen kann. Und dass man auch zu Hause heiß genießen kann. Und das Gleiche liefern wir auch direkt an die gewünschte Adresse.